Willkommen zu einem weiteren kleinen Angezockt-Video. Wir schauen uns heute gemeinsam Stonefly an. Die Entwickler haben mich angeschrieben, ob ich denn gerne mal Stonefly ausprobieren möchte. Das Ganze ist also auch ein kleines Werbevideo und ich dachte mir, wieso eigentlich nicht? Denn die Grafik ist schon mal sehr exotisch, einzigartig, sehr interessant und es hat auch einen sehr coolen Soundtrack, wie ich finde. Um was es genau geht, weiß ich gar nicht, deswegen machen wir ein Angezockt, aber wir spielen das Ganze auf dem PC, Steam-Version. Und wenn ihr mehr Informationen dazu haben wollt, Link findet ihr in der Videobeschreibung. Gerne mal abchecken, um mich ein wenig zu unterstützen. Ansonsten gerne auch eine Bewertung. Und jetzt schauen wir rein in Stonefly. Ich habe selbst einen M90-Motor zusammengebaut. Mit ein bisschen Mondpollen, Spucke und Stein, die ich gefunden habe, als ich unterwegs nach... wo war das noch gleich? Oh, cool, Papa. Sehr cool. Reeddorf, genau. Der Mech meines Kumpels hatte den Geist aufgegeben. Da habe ich einen Motor gebaut, damit wir den Auftrag beenden können. Anne, Schatz. Annika, kannst du deinem alten Vater mal kurz helfen? Okay, einen ganz besonderen Grafikstil. Papa, die Bolzen gehen leichter ab, wenn du jeden erst ein bisschen löst. Okay, mein Dad ist anscheinend ein Tüftler. Ja, ja, okay, ich weiß. Mein Schraubenschlüssel müsste im Regal liegen. Kannst du ihn holen? Das letzte Mal habe ich auf der Patrouille im Schwarzforst eine so abgenutzte Turbine gesehen. Es wird nicht schwer, das bis heute Abend zu regeln. So, ich habe ihn gefunden. Bist du sicher, dass der Bolzen groß genug ist? Natürlich ist er das. Du kennst dich wirklich aus, Anne. All die Jahre, in denen ich dir über Motoren meckern gehört habe, zahlen sich aus. Mit einer Schlüssellochklammer sollte es gehen. Darf ich mal? Bin schon dabei, aber dafür brauchst du einen Achter und keinen Zehner, Dad. Wir haben keinen Limo-Dot. Aber wir müssen das morgen früh zu den Weidenbachs bringen. Ich kann in die Stadt gehen und was von Frankie holen. Ist kein Problem. Du hast es leicht. Früher war Limodot so selten, dass ich in die Wildnis gehen musste und gegen einen Schwarm Hakenwespen kämpfen musste, nur um ein paar Tropfen zu bekommen. Einmal habe ich gegen ein Dutzend von ihnen gekämpft und es gerade so noch herausgeschafft. Das hast du schon einmal erzählt. Das war kurz nachdem du zwischen den beiden größten Eichen des Waldes hin und her gesprungen bist. Und ich erzähle es dir immer wieder, bis du merkst, was für einen coolen Vater du hast. Ja, du bist der Coolste. Du bist der Coolste, Dad. So. Dann schauen wir mal. Was haben wir denn hier drüben? Ah, hier ist die Klammer. Die braucht anscheinend auch noch. Das sollte klappen. Ich muss nur diese Pumpe ersetzen, dann haben wir es. Ich brauche diese Druckform. Ich weiß nicht, wo ich sie hingelegt habe. Ich habe sie gestern im Schuppen gesehen. Ach ja, ich habe sie neben den Tyras liegen lassen. Ich kann nicht glauben, dass du deinen alten Mech nach Mama benannt hast. Ich weiß nicht, warum du deine Zeit mit der Arbeit an diesem Klappergestell verschwendest. Du benutzt es ja nicht einmal. Wir könnten es ausschlachten und die Teile verkaufen. Annika, bitte. Ist nur so eine Idee. Okay, wie komme ich denn da hin? Hier ist mein Zimmer. Ist da irgendwas Wichtiges? Nö. Kann ich sprinten oder so? Die Musik ist verdammt chillig. Okay, wir müssen zum Schuppen gehen. Kann man hier rauslaufen? Ah. Und hier drüben ist dann wohl eventuell der Schuppen. Da bist du. Wow. Annika. Was? Schon in Ordnung. Du musst hier vorsichtig sein. Das Ding ist so an die 50 Jahre alt. Noch ein Kratzer macht da nichts. Dieses Ding ist von unschätzbarem Wert, Annika. Sei vorsichtig. Das ist ein Teil meiner Vergangenheit und bedeutet unserer Familie sehr viel. Naja, ich mach das morgen fertig. Oh, ich geh jetzt ins Bett. Ja, ich glaube, wir sind für heute fertig.
Ich gehe dann auch ins Bett. Na gut, dann hauen wir uns mal hin. Ich habe keine Ahnung, wo mein Vater pennt, aber ich denke mal, hier ist mein Bett. Papas besonderer Mech. Es bedeutet ihm mehr als ich. Okay, sie ist eifersüchtig auf eine Maschine. Ich beschaffe dir Limo-Dot bei Frankie. Limo-Dot bei Frankie. Oh nein, das habe ich vergessen. Es ist zu spät und Frankie hat schon zu. Vielleicht finde ich was im Baum außerhalb der Stadt. Ich habe keinen eigenen Mech, also muss ich wohl Papas nehmen. Mal sehen, warum er diesen Schrotthaufen so besonders findet. Wow. Okay, Moment, rufe Verfolger fliegen. Oi. Krass. Ah, da landen wir, okay. Huiuiui. Was für ein abgedrehtes Spiel. Alles klar, wo genau muss ich denn hin? Da ist Wind. Wow. Papa hat hier bestimmt irgendwo aufgeschrieben, wie das funktioniert. Sehr gut. Papa hat eine Anleitung verfasst. Moment, was ist das hier? RT? Oh mein Gott. Uff. Okay, was ist RT? Das ist ein Angriff. Okay, hier kann ich Sachen sammeln. Piu, 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 piu. Ah, ich hab was. Und keine Gegner, die mich aufhalten wollen. Nun, reicht das? Können wir auch wieder zurück? Reparieren. Ah, ich kann das Ding auch wieder reparieren. Wenn es beschädigt wurde. Oh, nein, ich glaube, ich komme nicht mehr zurück. Zumindest nicht so schnell. Kann ich irgendwas einsammeln? Ich glaube, wir haben alles eingesammelt, was man finden kann. Ne, hier war noch ein bisschen was. Wow, was war das? Oh, noch mehr. Noch mehr was? Noch mehr wo? Was ist das denn hier? Ablagerung. Aha. Warte mal, hier drüben sehe ich noch was. Boah, ich werde wieder hier weggepustet. Alles klar, ich muss erstmal rausfinden, wie das Ding hier funktioniert. Moment, kleine Heilung. Ah, warte. Und jetzt ganz schnell hier rüber. Boah, es war knapp. Die Steuerung ist noch geschmeidiger als die Version, die wir letzte Woche im Mech des Bäckers installiert haben. Der Bäcker hat einen Mech. Alles klar, der Bäcker hat einen Mech. Okay, ich glaube, ich nehme mal hier wieder ein bisschen Schub mit. Oh, Jackpot! Moment, was? Leicht. Was ist hier für Käfer? Ah, das machen wir kaputt. Interesting. Interesting. Ich kann die hier runterschieben, die kleinen Mistviecher. Putz. Mach mal hier, zack. Mach mal und... Die ersten sind unten. Oh, da kommen direkt neue. Die fressen meine Beute auf. Weg, 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 ihr kleinen Drecksviecher. Oh
Komm schon, komm schon, komm schon. Alles einsacken, was geht. So, weggenommen. Ich puste die alle runter. Okay, ich glaube, ich habe alle bezwungen. Meins, 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 meins. Hier ist noch einer. Jetzt aber. Oh. Erledigt. Ich kann Käfer lähmen. Mit irgendwelchen Bomben. Ach, hier ist ja noch einer. What? Wow! Okay, fies. Reparieren. Ganz schnell reparieren. Okay, bleib in der Luft, um nicht gebissen zu werden. Dann kann ich hier so stunnen. Kann ich hier runterpusten. Ich puste dich weg, du widerliche Zecke, du. Noch einer? Hier drüben. Bomben. Okay. So, Limo-Dot kann ich hier noch mitnehmen. Und dann sagt mir mein Gefühl, wir sollen hier hin. Was ist das hier? Aha. Ja, die kleinen Käfer, die ignorieren wir mal. Obwohl, ich bin ein Böser. Okay, wenn man die runterpustet, geben die auch nochmal hier Ressourcen. Na komm, runter mit dir. Und tschüss. Das ist wirklich ein abgedrehtes Spiel. Oh, da kommen noch mehr von denen. Da kommen noch mehr. Wie lange bleiben die auf dem Rücken liegen? Nicht lang genug. Okay. Komm schon, komm schon. Nein. Nein, 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 nein. Ey, das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Die Viecher sind auch gepanzert. Ah, ich kann das zerstören. Nice. So. Dann nehme ich mir mal meine Beute. Haben wir jetzt nicht langsam genug? Der nächste Strom bläst uns davon. Von Blatt zu Blatt. Da wären wir. Okay, Vorsicht, 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 Vorsicht. Vorsicht! Uff. Eigentlich hätte ich ganz gerne hier noch das Zeug. Ah, da war ich zu gierig. Die Gier habe ich mit meinem Leben bezahlt. Oh, ganz schnell reparieren. Okay, wir haben schon 1750 von dem Zeug. Das muss doch langsam genug sein. Oh mein Gott, ich segel hier gerade nach unten. Ins Nirgendwo. Okay, ich muss eine Ebene höher. Ah, warte. Hier so hin? Nee, da komme ich gar nicht hin. Ich würde gerne mit dem Luftstoß jetzt. Jetzt hat er mich. Moin. Oh, was ist hier los? Oh mein Gott, noch mehr von diesen Killerkäfern. Wow, wow, die sind wieder frisch. Alter, wie die mich direkt aber auch fertig machen, ne? Die ganze Bande hier. Schön. Nein, 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 ihr kleinen Zecken.
Die Beute gehört mir allein. Okay, erst mal hier alles einsammeln. Piu, 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 piu. Meins. Boom, 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 boom. Ah, der will mich beißen. Okay, der ist weg. Auch weg. Boah, was ist das hier für ein Riesenbrummer? Alter, Alter, hat er mich fertig gemacht. Krieg ich den denn kaputt? Einfach aushungern lassen. Ihn zerbomben? Ja, jetzt habe ich ihn. Und weg. Nice. So, dann bediene ich mich mal hier noch. Noch einer weg. Ah, ich glaube, den letzten habe ich auch erwischt. Der ist freiwillig nach unten gegangen. Gut, ganz schnell hier noch meine Beute einsacken. Piu, 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 piu. Das muss jetzt aber mal genug sein. Für Dad. Okay, wir können... Können wir hier drüben hin? Oh. Stonefly. Das sollte reichen. Schnell zurück, bevor Papa aufwacht. Hui. Yep. Was ist das für ein Ding? Ich glaube, der ist jetzt angepisst. Als ob er das nicht merken wird, oder? Ich meine, der liebt dieses Baby. Und jetzt wird wahrscheinlich die Maschine geklaut. Wer war so spät noch außerhalb der Stadt? Papas Mech funktioniert besser, als ich gedacht hätte. Habe ich mich teleportiert? Ich habe noch nie gesehen, dass das jemand gemacht hat. Annika, raus hier! Was? Oh oh. Tja, die Freuden des Vaters sein. Okay, ihr wollt wissen, wie es weitergeht, könnt ihr gerne mal selber ausprobieren. Ist wie gesagt ein... Ja, es ist Kunst. Sagen wir mal so, es ist Kunst. Es ist eigentlich ganz interessant, es macht auch Spaß zu spielen. Man müsste halt ein bisschen mehr spielen, um sich einen Eindruck zu beschaffen, aber ich weiß jetzt schon, das ist eben wieder so ein typisches Nischenspiel. Ambitionierte Entwickler, die ein Kunstwerk auf die Beine stellen wollen, gefällt nicht jedem, einigen wird es bestimmt gefallen, die können es gerne ausprobieren. Ich bedanke mich natürlich fürs Zusehen, Link zu dem Spiel findet ihr in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und tschüss!